Bagger faszinieren so gut wie jedes Kind. Auch Johannes, den Enkel von Landrat Heinrich Trapp. Doch die eigentliche Attraktion dieses Freitags verbirgt sich hinter dem Baustellenfahrzeug. Die neue Autobahnausfahrt der A92 bei Dingolfinghöfen. Anfang Juli ist begonnen worden und man sieht also hier jetzt schon einiges, was geschehen ist. Die Rampen sind vom Erdbau her schon zu sehen. Wir haben natürlich auch den Verkehr auf der Autobahn schon ein bisschen eingeschränkt, damit die Bauarbeiter hier auch sicher bauen können. Bis Ende des Jahres soll die Anschlussstelle fertig sein. Dazu müssen noch die Rampen gebaut werden mit 30.000 Kubikmetern Erde. 10.000 Tonnen Asphalt sind dann anschließend auch noch nötig. Mit den Zubringern könnte es länger dauern. Die Zufahrt entlang des BMW-Werks und Dynamikzentrums soll zwar schon Ende Oktober fertig sein, die Grundstückseigentümer der anderen Bauabschnitte, meist Landwirte, sind mit dem bisherigen Kaufpreisangebot noch nicht einverstanden. Der dritte und vierte Bauabschnitt, der ist beklagt. Da haben wir vor, den dritten im nächsten Jahr und den vierten im übernächsten Jahr zu bauen. Aber wir müssen also erst abwarten, ob wir vor Gericht müssen und wie dann das Gerichtsverfahren ausgeht. Die Kosten des Verfahrens muss bisher jedenfalls der Landkreis Dingolfing-Landau zahlen. Genauso wie die Kosten für die Zufahrten, zusammen mit der Stadt Dingolfing. 25% der Kosten für die Ausfahrt in Höhe von 3,3 Millionen Euro zahlt allerdings wieder der Landkreis allein. Die restlichen 75% übernimmt der Bund. Und dann gab es in den letzten Monaten noch Schwierigkeiten mit der Finanzierung, obwohl 3 Millionen für Bund und Kreis eigentlich keine besondere Belastung darstellt. Aber der Bundeshaushalt ist erst im Juli verabschiedet worden und dann haben wir das noch überbrückt. Da hat sich also das Bayerische Innenministerium also sehr unbürokratisch gezeigt. Etwas bürokratischer ging es da schon bei der Genehmigung einer Autobahnausfahrt in Werksnähe zu. Wir dürfen überhaupt keine Bundesausfahrten an Autobahnen machen, die rein wirtschaftlichen Zwecken dienen. Und deswegen gab es ja auch eine Planung, die deutlich gemacht hat, dass durchaus auch andere Verkehre hier davon profitieren. Ansonsten wäre das in einem Bundesverkehrswegeplan auch gar nicht genehmigungsfähig gewesen. Der Zeitpunkt war ideal. BMW erweitert sein Werk. Und für die Anwohner könnte es mit der neuen Ausfahrt etwas ruhiger werden. Es ist so, dass gegenwärtig der Schwerverkehr, der von München kommt, häufig schon die Autobahn in Wörth verlässt, durch die Ortschaft Wörth durchfährt und dann auf der alten B11 hier anliefert. Und in Zukunft können sie hier direkt vor der Haustür abfahren. Das ist eine große Entlastung. Sind erst einmal der dritte und vierte Bauabschnitt durch, könnte auch die durch Grunwieden führende Kreisstraße aus der Ortschaft verlegt werden. Vielleicht spielen in ein paar Jahren Kinder zumindest wieder am Rande der Ortsdurchfahrt. Natürlich mit einem Spielzeugbagger.